Herzogin Meghan lässt gerade jeden wissen, dass sie schwanger ist. Ständig streichelt sie ihren Bauch, während sie in die Kamera lächelt. Nun äußern Experten einen fiesen Verdacht. Update vom 1. Februar 2019, Ende April oder Anfang Mai soll es soweit sein, Meghan Markle und ihr Mann Prinz Harry werden zum ersten Mal Eltern. Wo auch immer das Paar ist, es strahlt um die Wette. Doch was auffällt, Meghan hält unentwegt ihren Babybauch. Warum? Einige Expertinnen meinen, die Antwort gefunden zu haben. Davon berichtet die britische Zeitung Daily Express. Allen voran hat Catherine Graves eine einschlägige Meinung. Sie ist Expertin für Hypnobirthing. Damit soll sie Schwangeren durch Selbsthypnose eine möglichst schmerzfreie Geburt ermöglichen. Sie denkt, Meghan produziere durch das ständige Anfassen des Bauches Oxytocin, auch als Kuschelhormon bezeichnet. Das Halten des Bauches schaffe eine innige Beziehung zwischen Mutter und Kind. Judy James hingegen, Expertin für Körpersprache, meint, das Halten des Bauches sei völlig normal für eine Schwangere und habe sogar eine therapeutische Wirkung. Herzogin Meghan signalisiere also, dass sie eine liebevolle Mutter werden wird, und eine enthusiastische obendrein. Seit ihre Schwangerschaft verkündet wurde, fasst Meghan sich an den Bauch. Alles an ihrer Körpersprache, von den bauchbedeckenden Händen bis zu ihrem Lächeln, möchte uns und jeden anderen wissen lassen, dass sie schwanger ist, betont James gegenüber Daily Express. Doch zwei weitere Damen lassen weit fiese Töne anklingen. Die Autorin Katie Nicholl meint, das ständige Anfassen des Bauches sei reine Show. Sogar wenn sie einen Mantel trägt, schlägt Meghan ihn zur Seite, um ihren Bauch zu präsentieren, findet sie. Schauspielcoach Dee Cannon denkt sogar, die Herzogin spiele nur. Den Bauch zu streicheln, ist so eine demonstrative Geste, dass es schon als Klischee gesehen werden kann, urteilt Cannon. Update vom 28. Januar 2019, im Oktober gaben Prinz Harry und seine Meghan bekannt, dass sie im Frühjahr 2019 ihr erstes Baby erwarten. Seither rätseln die Anhänger des britischen Königshauses, ob der royale Nachwuchs ein Mädchen oder Junge sein wird. Eigentlich hieß es stets, das Paar wolle sich vom Geschlecht des Kindes überraschen lassen. Doch nun hat sich offenbar jemand im Umfeld des Paares verplappert. Das berichtet die Bunte Online, Bezahlinhalt. Demnach sei das Geschlecht im Rahmen eines pränatalen Bluttests mit ermittelt worden. Das Ergebnis hätte dann die Runde gemacht, so der Bericht. Und worauf dürfen sich die royalen Fans jetzt freuen, Prinz oder Prinzessin? Offenbar wird sich der Herzenswunsch des werdenden Papas Harry erfüllen, das Paar erwartet angeblich ein Mädchen. Lesen Sie auch, Meghan Markle, 37, und Prinz Harry, 34,
Palast bereitet sich angeblich auf Trennung vor London, wo Meghan Markle, 37, auftaucht, wird sie für gewöhnlich mit Komplimenten überschüttet. Nicht aber bei der Tierschutzorganisation Mayhew, die die Herzogin von Sussex am Mittwoch im Rahmen einer Charity-Aktion besuchte. Im Gespräch mit Mitarbeitern der Tierschutzorganisation, für die Meghan die Schirmherrschaft übernimmt, lernte die Herzogin auch eine ältere Dame namens Peggy kennen, berichtet die britische Zeitung Express. Wie alle anderen war auch sie ganz aus dem Häuschen, als sie von der 37-Jährigen begrüßt wurde. Sie sind eine reizende Dame, möge Gott sie für immer beschützen, sagte Peggy zu Meghan. Lesen Sie auch: Sorge um Mann der Queen. Prinz Philip mit Auto verunglückt. Was sie zum Körperumfang der hochschwangeren Herzogin zu sagen hatte, war nicht ganz so wohlwollend. Und sie sind eine fette Lady, ergänzte Peggy ihre kleine Begrüßungsrede angesichts der Kugel, die Meghan derzeit vor sich herschiebt. Böse gemeint war dieser Fauxpas aber sicher nicht. Punkt und Meghan nahm den Seitenhieb mit Humor. Sie fing an zu lachen und zeigte so, dass sie gegen einen Scherz auf ihre Kosten nichts einzuwenden hatte. Die britische Journalistin Hannah Furness postete später ein Video des amüsanten Zwischenfalls auf Twitter. Täuschen mich meine Ohren? Ziemlich wahrscheinlich wurde die Herzogin von Sussex zum ersten Mal als fette Dame bezeichnet und war begeistert, schreibt Furness. Vermutlich ist Meghan ohnehin viel zu sehr damit beschäftigt, sich auf die Geburt ihres Babys zu freuen, als dass ein Scherz über ihre Figur sie aus der Ruhe bringen könnte. Auch über Kommentare zu einem Kleid, das ihr nach Meinung einiger Fans viel zu eng gewesen sei, kann Meghan wohl derzeit hinwegsehen. Erst am Montag hat die 37-Jährige einem Bericht der Huffington Post zufolge bei einem Termin im englischen Birkenhead verraten, dass das royale Baby im April zur Welt kommen soll. Über das Geschlecht des Sprösslings haben Harry und Meghan auch bereits gesprochen. Beide betonen jedoch, dass sie nach wie vor nicht wüssten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Da müssen sich Fans des britischen Königshauses wohl noch bis zur Geburt des königlichen Nachwuchses gedulden. Doch der Baby-Talk mit Peggy ist nicht die einzige kuriose Geschichte rund um Meghans Schwangerschaft. Mit einem Babyvertrag machte die Herzogin kürzlich ebenfalls Schlagzeilen. Die neuesten Infos über Meghan Markles Schwangerschaft lesen Sie auch im Newsticker.